Jetzt fahren wir zurück mit der U-Bahn bis zur Brooklyn Bridge und dann gehen wir über die Brooklyn Bridge. Und dann, wenn wir in Manhattan sind, gibt's Donuts! The chocolate cake. So, wir haben halt die erste Ware, wir haben uns spontan dazu entschieden, weil jetzt die Sorten nicht so krass waren, darfst du drei mitnehmen. Und jetzt gehen wir noch zu einem anderen Donutladen, der wie heißt? Donut Pop. Der Donut Pop. Das ist der Donut Plant. Wir haben brutale Sorten, wir haben einmal. Ich zeig euch später. 2 Stunden später und es ist dunkel geworden in Liberty City. Eigentlich war ich schon 5 Millionen Mal hier, aber damals war ich Nico Bellic und habe für Mr. Pegorino Mission erledigt. I'm Roman, cousin, you're a dick. Und wo wir von Missionen sprechen, Freunde, ihr wisst, was wir heute für eine Mission haben. Es hat jetzt ziemlich lange gedauert, bis wir hier waren. Es war ein bisschen unerwartet. Aber wir haben immer noch diese Donuts, wir haben sie immer noch nicht gegessen. Und hinter mir der Donut Pub. Und jetzt sneaken wir die Dinger hier irgendwie rein. Und dann sneaken wir die zu unserer neuen Beute dazu. Und dann setzen wir uns da rein und essen jetzt endlich Donuts. Her Storyfeed endlich ihren Apple Fritter essen. Sie hat keine Ahnung, was es ist eigentlich. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Aber wenn sie die Always Hungry Videos ansieht, dann hat sie so einen fetten Kloß mit Teig. Und es heißt Apple Fritter. Und Apple Fritter hört sich irgendwie geil an. Deswegen essen wir jetzt dann gleich ein Apple Fritter. Und jetzt seht ihr, warum es aussieht wie ein Donut Bar. Kann man sich einfach hinsetzen, reinkommen, Donuts bestellen. Und an der Bar essen. Unsere Beute. 3 von der Donut Bar, also von hier. Und 3 von der Donut Plan. Okay, hol einen raus. Jeder mit den Peanuts. Ich glaube, ich rieche das. Das ist Peanut Butter und Banane, glaube ich. Wir haben 2, die sehen ziemlich gleich aus. Sie hat einen, ich hatte einen. Einer ist Peanut Butter Banane und einer ist Peanut Butter Jelly. Mhm. Blueberry. Jetzt, ja. Ich glaube, dass das Peanut Butter Jelly ist. Total aus, ne? Cheers. Cheers to Donut. Richtig geraten. Boah. Schaut, Peanut Butter und einfach innen drin Jelly. Und der ist so weich, der schmilzt einfach in deinen Mund. Und hier ist der gleiche, nur mit einer Bananenfüllung innen drin. Einfach zermatschte Bananen. Und die sind so weich, muss ich mal kauen. Kannst du einfach abbeißen und schlucken, kannst wieder rein. Der Teig ist richtig weich. Weich und leicht, aber trotzdem eine fette Masse irgendwie, oder? Training haben wir auch schon weggebombt heute. Der ist fett. Das. Boah, schaut euch mal das fette Ding an. Salted Chocolate Caramel. Fett rein in das fette Ding vorne. Schaut mal, der ist nicht wie ein normaler Donut, sondern er hat wie so Blätterteig in. Ich habe jetzt zwar selbst noch nicht reingebissen, aber ich werde es gleich machen. Oben drauf ist Karamell. Außenrum Salted Schokolade. Boah, das sieht brutal aus. Und ich habe einen Oreo. Den gibt es auch bei Dunkin' Donuts. Das ist, glaube ich, nichts Besonderes. Ah, das ist ein ganz normaler Donut. Oben drauf weiße Schokolade. Und Oreo-Brocken. Saugeil.
Hast du einen voll vergewaltigen? Ich bin nicht stolz. Das ist so geil. Der Oreo ist ein bisschen Standard. Er schmeckt wieder von Dunkin' Donuts. Den Standard. Ich glaube, der will uns jetzt nicht zu wegfetzen. Den Standard. Der Glaze ist schon fast weg irgendwie, oder? Ja, ist gut immer. Das ist ganz warm. Es gibt auch welche, die haben so voll die fette Schokolade. Ja. Und das letzte Stück, der ist glaube ich geil. Hazelnut. Was auch immer. Hazelnut-Schokolade, oder? Oh ja. Boah, was ist da los? Schokolade, bitte nein. Geil. Letzter Donut. So schnell geht's vorbei. Ich hol mir noch Küche. Ja? Ja. Das wird nichts. Hey, sagst du, sind besser? Schwer zu sagen, aber. Wir hatten nichts, was man vergleichen konnte. Aber ich fand schon allein diese Donutmasse von den ersten, also der von dem erste, Donut Blend, die Standard-Donutmasse war richtig geil. Also wirklich ein solides, geiles, gatschiges, schmelzendes Ding. Ja, ich könnte schon noch einen. Will ich keinen Zwanern? Keinen mehr? Doch, ich esse. Schade, dass sie einen Apple Fritter nicht haben. Extra hierher gekommen, nur damit wir Apple Fritter essen können, weil Donut Plant auch keine Apple Fritter hat. Und dann sagt ihr uns, der hat vor 5 Minuten den letzten verkauft. Boah, ich bin schon ziemlich voll jetzt. Aber eine Runde geht noch. Danke, Sie. Was hast du hier geholt? Boah. Okay, die Party geht weiter, Freunde. Dann nehme ich noch einen großen Schluck Wasser. Okay, das nächste Flaggschiff wird ein Vanilla Jelly sein. Schau mal, das sabbert es schon raus. Oben drauf Vanilla Cream, innen drin offensichtlich Jelly. Cheers. Voll der Fail. Fail? Weil da keine Jelly ist. Die fängt offensichtlich erst da unten an. Ich hab den Cinnamon. Aber das ist richtig Minus, wenn die Marmelade erst da anfängt. Donuts und Ice Cream. Boah, das ist ja richtig geil. Ich glaube, ich habe noch nie so eine richtige Zimtschnecke gegessen. Richtig früher extrem. Das hat auch so geschmeckt. So geil Zimt da drin. Schon anders. Bin ich gerade überraschend geil, weil sie so trocken aussieht, wenn sie da liegt. Aber richtig saftig. Und schaut mal so da an diesen Lücken, da ist so geil Zimt drin. So richtig pulveriger Zimt mit Zucker. Und da schmeckt man auch so klebrigen, matschigen Teig. Ein Traum. Das bin ich zum Beispiel gar nicht gedacht. Ich bin schon leicht schlecht. Mir gar nicht. Ich hätte auch aufhören können. Mir wird jetzt schon leicht schlecht irgendwie. Was ist das jetzt? Brooklyn Cream hatte, glaube ich. Brooklyn Cream. Das ist das. Boah. Schaut euch mal das an. So eine fette Schokoladenschicht da oben drauf. Die Vanille Drip. Darfst du direkt reinbeißen? Boah. Da ist viel Füllung drin. Vanillecreme ist halt nicht die geilste Füllung, aber. Ich will den nochmal den Sorbet-Tomato. Ich will keinen Zwang an, Bruder. Allein schaffe ich nicht. Allein ist mir zu groß. Mein Gesicht wird schon voll heiß. Wo steht zu das hin, Alter? Ich weiß nicht. In meinem Kopf holst du mir. Ich hol ihn dir. Ich bring noch Wasser mit. Bis gleich, ja. Salut. Man kann da gar nicht richtig rein, weil es. Scheißegal, einfach fetzen. Ich sag euch, ich werde Wettessen gegen eine Storyfeed. Ich bin echt gut. Ja. So muss das sein.
So, Banditen, ein intensiver Essenstag wurde absolviert. Der Tag für heute ist gelaufen, der Bauch für heute ist voll, da geht nichts mehr rein. Wir hatten Pizza, wir hatten fette Donuts, am Ende waren es 10 Stück oder so. Der Storyfeed hat ganz schön reingefetzt, hat mich vernichtet, hat einfach nur weiter essen können. Ich war tot. Und ja, Banditen, ich hoffe immer, der Streifen hat euch gefallen. Kleiner Einblick in die Stadt, kleiner Einblick in das Essensleben in dieser Stadt. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Ich hoffe, ihr hattet alle fette Weihnachten. Und ich hoffe natürlich, ihr werdet alle einen fetten Rutsch ins neue Jahr haben. Macht's gut, Freunde. Danke für alles. Bleibt konzentriert. Wir sehen uns im nächsten Video. Viel Spaß. Peace.